Es war der Abend der Superlativen. David Guetta, DJ Antoine und weitere Top-DJs dieser Welt begeisterten über 30.000 Menschen auf der Trabrennbahn Kriau. Mein Name ist Lukas Josefi und gemeinsam mit OE24 schauen wir uns jetzt die Highlights des Abends an. Wenn Erfolgsproduzent und Top-DJ David Guetta ruft, dann kommen sie alle. Über 30.000 Menschen fanden ihren Weg in die Wiener Kreau, um Teil der Megashow des Jahres zu werden. Da durfte natürlich auch die heimische Prominenz nicht fehlen. Wir sind gerade gekommen und der kleinste von uns, der ist ein Antoine, DJ Antoine-Fan. Und wir haben Gott sei Dank noch die wichtigsten Hits von ihm gehört. Also, das ist toll, wir sind nicht viel Leute da. Stimmung ist super und es wird ja noch. Was macht denn die Faszination David Guetta so aus? Ich glaube, das ist einfach, weil die Musik mich jetzt persönlich besonders anspricht. Ich kann dazu einfach gar nicht ruhig stehen. Es ist dann immer gleich die Shake-Bewegung dabei. Und obwohl ich ihn jetzt nicht kenne, man kennt natürlich Interviews, er scheint ein ganz cooler Kerl zu sein. Der macht einfach die Hits und wenn du die Hits schreiben kannst, dann gebührt dir auch dieser Erfolg. Also Hut ab! Einfach, ja. Wir haben uns echt, wirklich extra Zeit gelassen, um 20 Uhr soll er auflegen und ja, wir können es kaum erwarten. Also wir sind sehr, sehr, sehr gespannt und freuen uns riesig drauf. In über 7 Stunden heizten 7 verschiedene Top-DJs der Welt dem Publikum so richtig ein. Bei diesem Stelldichein der Stars war natürlich auch der Schweizer Chartstürmer DJ Antoine mit dabei. Er wärmte die Menge schon mal richtig auf. Punkt 20 Uhr war es dann endlich soweit. Der Mann, auf den alle gewartet haben, betrat endlich die Bühne. David Guetta. Von Pop Live bis hin zu Titanium blieb er seinen Fans keinen Hit seiner großartigen Karriere schuldig. David Guetta vor über 30.000 Menschen in der Wiener Kreau. Definitiv eines der Konzerthighlights des Jahres.